Das wunderbare, wunderbare GTA-RP-Erlebnis. Freu mich. Spaß. Ja. Ey, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Halt die Schnauze. Der hat eine Waffe. Hey. Moin, Jungs. Moin. Moin. Cisco! Cisco, wie will ich? Cisco! Oh ne. Hallo? Ah! Das darfst du nicht! Cisco, lass mich doch! Du hast mein Leben zerstört. Cisco! Ich will gar nicht. Cisco! Ich will nicht mit ihm reden. Der guckt Filme. Guck mal, der guckt RTL 2, der Typ. Waren Sie schon mal in einer Bar? Wie bitte? Ob Sie schon mal in einer Bar waren? Ich war in Basel. Junge, warum schreist du denn so? Ich schreie nicht. Du bist richtig am Brüllen, ey. Jo, hier können wir uns ungestört unterhalten. Ja. Nenn mir einen Grund, warum du nicht erschossen wirst. Weil ich ein netter Mensch bin. Beweis es mir. Was ist meine Lieblingszahl? Deine Lieblingszahl? Hm. Zwischen was? Oh, eine Sekunde. Ich habe gerade was festgestellt. Ich muss meine Stream-Overlays noch ändern. Was haben Sie denn festgestellt? Mein Stream-Overlay ist noch das alte. Scheiße. Das ändert sich aber auch jedes Mal, wenn ich den Stream restarte. So, ach ja, sorry. Nein, Alter! Junge, da seht ihr Cringe-RP. Die machen das den ganzen Tag lang. Die sind so gefangen. Ich bin eine Geisel, 5 Kilometer entfernt. Oha, 8 Kilometer entfernt, Bro. Hä? Ich bin eine Geisel. Angenommen. 8 Kilometer. Oh, der ist bis nach Afrika geflogen, Junge. Holy shit, habt ihr das gesehen? Wie weit der weggeflogen ist. Ich guck mal, ob ich diese Geisel finde. Eventuell kriegen wir das hin. Super. So, Sie, junger Mann, haben sich qualifiziert für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Aussteigen, Motor aus. Motor aus und aussteigen. Motor aus und aussteigen, habe ich gesagt. Aussteigen. Ey, diese Drecksau. Ich habe gesagt, aussteigen. Motor aus. Was soll das? Hey, das war nur Spaß, das war nur Spaß, das war nur Spaß. Hey, sorry. Sorry, war nur Spaß! War nur Spaß! Die Scheiße weg, du. Es war nur Spaß, sorry. Weißt du, es hätte keiner sterben müssen, wenn er von Anfang an ausgestiegen wäre. Dann wäre keiner zu Schaden gekommen. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Hier ist schon einiges los. Oha. Servus. Guten Taro. Dieselbe Situation hatte ich gestern schon mal, nur ein bisschen größer. Wisst ihr, wie das geendet ist? Ich habe mal einfach reingeschossen. Mit einer Schäberei. Schäberei, richtig. Was meint ihr, wie das heute hier endet? Glaubt ihr wirklich, mit diese... Mit keiner Schäberei. Glaubt ihr wirklich, die Leute gehen einfach? Ihr lasst sie einfach ziehen? Ja, gerade eben haben wir welche ziehen lassen. Soll ich mal nach vorne gehen? Ich höre mir das mal an, wie die handeln. Ich muss die Situation bewerten. Ja. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Moin. Und dass ihn das sehr, sehr einschränkt. Und je nachdem, welche Art der Verletzungen, ob er jetzt Nervenschädigung hat oder irgendwelche Muskelverletzungen, könnt ihr auch Einschränkungen in der Beweglichkeit des Bewegungsapparates. Ja, dann geht das jetzt hier ratzefatze, Geld und dann Geisel. Ja, fertig. Ja, genau nee, so. Also sie wollen gerade um einen Angela verhandeln, der 180k wert sein soll. Wie viel Geld, Jungs, ja? Wie viel Geld wollt ihr denn für die Geisel da drin? $180.000 wollen wir für die Geisel haben. Guck mal, wisst ihr, ein schöner NG-Mitarbeiter ist. Wisst ihr, das Problem ist, dass ich habe einen Notruf bekommen, Geisel ist da drinne, ihr habt ihm also nicht das Handy abgenommen, sonst würde er ja nicht. Doch, wir haben es ihm wiedergegeben. Ach, ihr habt es ihm wiedergegeben. Okay. Oh nein, genau, wir sind weggenommen. Okay, auf jeden Fall hat er einen Dispatch gemacht, deswegen bin ich hier. Zum Glück bin ich reich. Ich würde euch jetzt die 180k geben und dann fahrt ihr einfach weg. Und das hier endet nicht in einem Blutbad. Das endet nicht in einem Blutbad. Guck mal, der ist kompetenter als die alle, die hier vorne stehen. So, alles klar, dann gebe ich jetzt mal hier dir das Geld. Achso, ich überweise dir das, ja? Ich überweise dir das. Ja, kannst du auch machen. Am besten mal ein bisschen mehr wegen den Steuern. Ich meine, sie sind reich, haben sie gesagt. Ich glaube, ich stimme hier auf die andere Seite. So, ist überwiesen. Das ist super, vielen Dank, dass das sogar noch mehr ist, als ich wollte. Das richtig, einsteigen und wegfahren. Jungs, geht mal weg, geht mal weg hier. Steig ein, Rodrigo, los. Wo ist die Geisel? Los. Hinten, wo ist die Geisel? Tschüss. Hinten drin, der Herr. Und wann wird gescheppert? Sie dürfen nach vorne treten. Wer ist die Geisel? Ihr beide? Ja. Ah, ja, ich habe euch gerade freigekauft übrigens, ja. Boah, vielen Dank. Kein Problem. Seht ihr? Kann so einfach sein. Ja, nicht jeder ist ein Multimillionär wie Sie, ne? Ja, stimmt auch wieder. Ich mache das einfach bei jedem Dispatch jetzt. Ich gehe hin und ich bezahle die Forderung und gehe wieder. Hast du Geld? Nee, ich habe kein Geld. Sorry. Aha, direkt der nächste Einsatz. Was ist denn hier passiert? Der Herr hat angefangen zu schießen.
Der hat auf sie geschossen hier, oder was? Ja, ja, der hat auf uns alle geschossen. Soll ich den Knast bringen? Ich wurde angeschossen. Geben Sie dem eine Akte und ich bringe den Knast. Ich wollte eh dahin. Ich war eh auf dem Weg in den Knast. Von daher passt das. Hallo, wunderschönen guten Tag, die Dame. Hallo. Warten Sie, einen Moment. Stopp, warten Sie. Halten Sie an, laufen Sie doch nicht weg. Bitte, warten Sie. Bitte. Hey, warum schlägst du mich? Hey. Warum schlagen die mich, hä? Warum schlagen mich ihre Internet-Boyfriends, ja, Kollege. Hä? Los, Kollege. Ja, Kollege, was wird's? Ich wollte sie eigentlich nur kennenlernen, die Frau. Bitte. Ich nehme sie einfach mit, ja. Kollege, ich war gerade nur kurz im Kopf und jetzt sind wir schon wieder hier. Kannst du bitte aufhören? Ich finde es aber schön, dass du mitkommst. Wunderbar. Kannst du ins Auto gehen? Ja, nee. Dankeschön. Ach, scheiße, das ist ja gar nicht meiner. Oh, verdammt. Oh, das ist natürlich schade. Ach doch, zum Glück habe ich die Schlüssel. Ah. Na, traumhaft. Sie waren so abgefuckt. Warum sind Sie jetzt so nett zu mir? Weil Sie einen abfacken. Und ich bin bestimmt nicht jetzt nett jetzt. Ich habe doch nichts getan. Also, ich wollte Sie eigentlich nur kennenlernen. Na, traumhaft. Aber wie ist denn Ihr Name? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ja, hallo. Hallo, wollen Sie mir Ihren Namen nicht nennen? Also, das ist blöd, wenn Sie mir nicht sagen wollen, wie Sie heißen. Gute Frau. Ah. Also, dürfte ich Ihren Ausweis sehen? Ach, eigentlich nicht, doch. Juna. Wunderbar, Juna. Juna ist so ein schöner Name, das ist mein Lieblingsname. Ist alles okay? Aber natürlich. Okay, ich dachte schon, du wärst irgendwie sauer auf mich oder so. Man weiß ja nie. Ah, ich wollte eh in den Knast fahren. Fahren wir in den Knast? Ja, natürlich, klar. Ich bin doch nicht gemein. Oh, du darfst mich auch gern mitnehmen, kein nee. Problem. Nee, alles gut. Kannst gehen. Mir wurde erzählt, das sind viele nette Leute. Nee. Ciao. Hau rein, Juna. Egal, wir wollten sowieso in den Knast, okay? Wir wollten heute ein bisschen Knast-RP machen, beziehungsweise einfach kurz den Knast betreten, die Hölle einsaugen und dann wieder zurück in die Stadt fahren. Genau. Einfach nur Zeit verschwenden im Knast. Oh. So eine halbe Stunde wäre geil. Realistisch sind 10 Minuten. Junge, warum leuchtet der so? Oh, du bist so hell am Leuchten, du blendest mich. So, wir haben es geschafft. Nun beginnt der Spaß. Hallo? Hallo? Der schläft. Junge, was mit deinem Gesicht passiert? Du siehst aus, als wärst du irgendwie ein bisschen zerdellt. Ah, das stimmt. Da richtige kann ich leider nichts dran ändern. Oha. Bist du hier sind der... Sind auch Polizist? Ja, ich bin auch Polizist. Bist du hier Wärter oder so? Ja, ich passe hier ein bisschen auf. Ah ja, okay. Gibt's hier irgendwie schwierige Fälle? Oh, warte mal, ich sehe da gerade was. Junge Dame, hallo. Junge Frau. Schnauze da oben. Hallo. Schnauze. Die Dame, hallo. Die will nicht mit uns reden. Will nicht reden, hm. Blatt! Geht's dir gut? Brauchst du irgendwie Hilfe? Geht's dir nicht gut? Das klingt... Bist du dich schon übergeben? Boah, ja. Was hast du denn gegessen? Wodka! Du hast... Ah, die Flasche hast du gegessen. Wunderschön. Wodka ist mein Lieblingsessen übrigens. Wodka ist mein Lieblingsessen. Na, Ladies, bisschen trainieren. Ey, ich glaube, das ist so eine Actionfigur. Wenn man die schlägt, macht er Geräusche. Guck. Ja, was machst du, Junge? Das ist eine Actionfigur, der macht Geräusche, wenn man ihn schlägt. Schlag ihn mal. Oha, ernsthaft. Ja, gut, steh mal, ey. Hallo, der oh, hallo, oh, bitte nicht boxen. Gewalt, hallo. Festnehmen. Ja, einmal bitte stehen bleiben. Festgenommen. Viel Spaß noch beim Trainieren. Was Lucy heißt SN? Hunter. Ich wurde jetzt gebombt. Wieso SN? Was heißt SN? Junge, ja. Doof gelaufen. Frau Hunter. Anwesend. Hätten Sie... Ja, wir hatten das schon mal gehabt. Was denn? Was hatten wir? Dass Sie die Finger von meiner Frau lassen. Hä, wann habe ich Sie denn angesprochen? Wir sind doch nur Kollegen. Im PD? Nein, ich darf doch wohl mit einem Kollegen oder Kollegin nennen reden. Also. Dann fahren Sie mal fort. Ich genieße mal mein Popcorn, was ich eben geholt habe. Ja, zeigen Sie. Oh, sehen wir wirklich Popcorn dabei. Ja, immer dabei. Ja, nun, Frau Hunter. Also, eigentlich wollte ich nur so fragen, wie Ihr Tag bisher war, Ihr Dienst. Ja, sehr aufregend. Ich wurde nur ein bisschen von den Engeln ein bisschen geärgert. Aber ja, ich war dann auf einmal über dem Auto, dann war ich eine Ratze und noch ganz viele andere Tiere. War lustig. Ah, Sie wurden verwandelt. Mhm. Ja, wir sind ja Kollegen, ja. Wir können uns ja auch eigentlich duzen, oder? Theoretisch schon. Wir sind Kollegen. Gründen, naja, unter Kollegen. Na gut, ich bin wahrscheinlich der Ältere, deswegen... Mein Klo ist verstopft. Herr Hunter, würden Sie vielleicht dem Jungen das Klo entstopfen? Mein das Klo ist, doch... ist verstopft. Herr Hunter, meine Aufgabe. Sie haben doch vorher haben Sie doch als Hausmeister gearbeitet. Das ist doch ein Job wie für Sie gemacht. Tatsächlich richtig, ja. Ich war Facility Manager hier im SG. Gas, Wasser, Scheiße, richtig. Das haben Sie vorher gemacht. Ja. Jetzt gehen Sie bitte und helfen Sie dem Jungen, die Toilette zu entsäubern, bitte. Ja, der Junge... Der Junge sitzt halt förmlich auf seiner eigenen, auf seinem Kot. Der muss doch, also, Sie müssen ihm ja helfen. Ja, das ist dann wohl scheiße gelaufen für den Herrn. Ja, das stimmt. Wer ist denn der Herr hier? Der braucht nie Hilfe, warte mal. Ja, Frau Hunter, kommen Sie ruhig her. Wir unterhalten uns so lange weiter.
Frau Hunter. Ja. Beziehungsweise. Anwesend. Lucy, ich bin der Franz. Kannst mich Franz nennen? Wir sind ja Kollegen und so, ne? Ja, wieder. Nein, na, sag ruhig Franz. Ey, darf ich auf dem Pausenhof? Könnten wir uns vielleicht kurz vor der Tür unterhalten? Hier drin ist etwas laut. So, hier ist doch schon viel leiser, Lucy. Lucy ist übrigens ein sehr, sehr schöner Name. Ist mein Lieblingsname. Danke. Er hat ausgesucht. Wie, er hat ihn. Warte mal. Inzest? Hä? Nee. Aber wenn er den Namen... Eine komplett falsche Richtung. Wenn er den Namen ausgesucht hat, dann heißt das doch, er hat ihre Mutter ge... Oder... Nein, hat... Moment mal. Das ist jetzt... ich glaube, wir müssen weiter. Würdest du vielleicht mit mir einen dienstlichen Kaffee trinken gehen? Wenn es dienstlich bleibt, ja? Ja, natürlich. Natürlich. Also wir reden dann über die Arbeit und so. Solange es nur Arbeit ist, ist alles gut. Ja, natürlich. Dann würde ich sagen, gehen wir uns einen Kaffee holen, ja? Können wir machen. Gut, folge mir. Ich habe hier geparkt, um die Ecke. Es ist dienstlich. Oh, das ist mein Auto. Wer hat das denn so komisch hier hingestellt, hä? Huh? Oh, Achtung, Achtung. Frau Hunter, steigen Sie ruhig ein. Ich dachte es dir, ne? Tschüss, Herr Hunter. Kennen Sie sich denn aus in der Stadt? Wo denn wirklich? Kennen Sie so das ein oder andere Lokal vielleicht, wo man trinken gehen könnte? Kreativ. Nun, ich kenne zum Glück einige gute Lokale. Und da würden wir dann jetzt hinfahren, ja? Aber vorher müssen wir noch tanken. Ja, tanken ist immer wichtig, ne? Also wenn ich... Staatskosten. Ja, natürlich, natürlich. Also wenn ich mal so fragen darf, ihr seid seit einem Monat jetzt zusammen, ne? Nee, seit einem Monat verheiratet. Seit einem Monat verheiratet, okay, okay. Und seit wann kennt ihr euch? Ich glaube seit 4 Monaten oder so. Seit 4 Monaten, okay. Sind Sie denn das Bündnis der Ehe schon eingegangen? Tatsächlich nur mit ihm und noch mit einem anderen Mann. Zweimal, okay, okay. Meinst du denn wirklich so, dass wäre das Richtige jetzt 14 Mal geschieden? Ja. Nimm es mir nicht übel, wenn ich das so sage, ne? Aber 14 Mal geschieden? Ich weiß nicht, wen du dir da angedacht hast. Das ist schon viel. Ich glaube nicht, dass das so für die Zukunft... Ah, guck mal, ich denke, du hast die rosa-rote Brille auf. Du denkst jetzt, alles ist schön und toll. Du bist wieder 16 oder so. Aber das ist nicht so. Der wird dich für die nächstbeste liegen lassen. Der wird sich sofort die nächste holen. Und dann bist du nur die 15. gewesen. Nur die 15. Scheidung. Ja. Du bist eine Nummer im System. Du bist nichts Besonderes. Für ihn? Ja, was will ich sagen? Ach, du weißt das? Nein. Du hast doch gesagt, dass... Ja, trotzdem liebe ich ihn. Was macht ihn denn so besonders? Ja, seine Art einfach, ne? Seine Art. Inwiefern ist er denn besonders, ne? Ja, so wie er mit mir umgeht. So wie er mit dir umgeht. Oder abends einfach mal die Gespräche, die wir führen. Ihr führt wahrscheinlich sehr, sehr intensive Gespräche, oder? Mehr oder weniger. Naja, also er ist ja jetzt gerade nicht hier, so was er nicht weiß. Das wollen Sie jetzt von mir, ne? Naja, also, wie soll ich sagen? Als erstes wollte ich eigentlich nach ihrer Nummer fragen, aber das war mir halt etwas peinlich vor ihm. Habe sie jetzt hier mitgenommen. Und da wir ja eh schon einen Kaffee trinken fahren. Also ich frage ja einfach, ich könnte mir auch die Nummer aus dem System ziehen, ne? Könnten Sie allerdings machen. Deswegen, ich frage halt lieber nach. Das ist besser. Ja, wofür brauchen Sie die Nummer? Ja, natürlich nur dienstlich, weil wenn halt was passiert und ich sie mal erreichen müsste dringend auf ihrem privaten Handy, es könnte um Menschenleben gehen, ne? Ja, ich schicke Ihnen eben ein Zettel. Ja, sagen Sie ruhig. Oh, vielen Dank, das ging aber schnell. So, jetzt haben wir schon die Nummer, wunderbar. Wunderbar. Ich wollte sie einspeichern. Warum sage ich immer noch sie? Ich wollte dich einspeichern als Lucy Hunter in Klammern Bald Winkler. Nee, das wird schon nicht. Okay, okay. Junge, was mache ich mit der? Was soll ich mit der machen? Ich kenne keinen fucking. Ich kenne hier nicht keinen Laden. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Da, hier, dieser. Was ist das? Da ist irgendwas. Ich habe mal einen guten Club markiert, wo ich schon sehr, sehr oft war. Ist wirklich wunderschön dort. Wir fahren da mal hin. Wir wollten ja eh was trinken gehen, ne? Ja, einmal kurz zum PD fahren, dass ich außer Dienst gehen kann, weil das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ah, Problem, wir wollen... Ja, okay, kein Problem. Klar, logisch. Ja. Wir können das auch außerdienstlich machen. Natürlich. Ja. Ist das okay, dass ich... Gestern erst eingestellt und dann sowas. Ja, klar. Das wäre natürlich nicht gut. Aber ich müsste leider dienstlich bleiben, aber undercover, damit ich dieses Fahrzeug behalten darf, ja? Ah, wunderbar. Ja. Ich warte dann, ja? Ach, weißt du was? Ich komm mit. Ich warte vor der Tür. Nicht, dass dir was passiert. Ich hab dein Popo gesehen. Ich schwöre, ich hasse mein Internet so hart. Das ist so ein Krampf zu streamen. Das ist so ein ekelhafter Überwindungsakt. Ey. Lucy, ich wollte dich gerade anrufen. Ich stand hinter dir. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich war kurz... Mach ich bin kurz Augen. Ah, ich wollte sie gerade anrufen. Das nenne ich einen Modder. Weil sie ist einfach zuerst weggeflogen, Junge. Was war das? Da hat jemand einen Stein geworfen. Keine Ahnung. Warte, ich halte dir die Tür auf. Moment, warte. Du kannst einsteigen.
Ich mach das heute so cringe und so unangenehm für alle. Ich mach das so unangenehm. Ich kann das gut. Mensch, ich habe mich schon die ganze Woche auf unseren gemeinsamen Abend gefreut. Wir kennen uns erst seit heute. Ja, nein, aber weißt du, die letzte Woche über hatte ich so ein paar Träume. Das war so, als ob wir füreinander bestimmt waren. Ich habe halt geträumt, wir beide. Genau, also ich wusste halt, wie du aussiehst, aber nicht den Namen. Verstehst du? Ja, ja. Ich habe halt auch geträumt, wir beide. Wir hätten ein Haus in Dubai und so zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Das wird, glaube ich, nie passieren. Aber der Junge ist natürlich dann etwas älter und dann das Mädchen, damit der Junge das Mädchen verteidigen kann, wenn die gemobbt wird in der Schule oder so. Mm. Boah, Junge, das wird... So etwas ist aber nicht realistisch. Wieso ist meiner Meinung nach? Möchtest du keine Kinder haben? Doch, aber nicht mit dir. Ach so, nein, also wir können auch Kinder adoptieren, wenn du da eher Bock hättest. Nee, danke, ich bleib bei Ali. Bei Ali, ach so. Er ist und bleibt meine Nummer 1. Guck mal hier. Ich habe schon Cocktails bestellt für uns. Ja, und sonst so, wie war dein Tag? Ja, schon lustig. Schon lustig, wieso? Ja, ich sag nur so, ich war mit meinen Kollegen auf Streife, ich habe gesagt, ich will fahren, bin eingestiegen, habe gesagt, das kann doch nicht gut gehen, ich habe das nicht mal ausgesprochen und hatte C7. Was ist C7? Kopfschmerzen. Ah, verstehe. Also war schon lustig, weil wie ich dann wieder wach geworden bin, sind sie lachend auf mich zugekommen. Und haben gefühlt keine Luft mehr bekommen deswegen. Wie ja. Lustig. Ja. Also normalerweise fragt man das ja eine Frau nicht oder eine Dame. Aber darf ich fragen, wie viel du wiegst? Ja, natürlich. Also bin ein bisschen untergewichtig, leider. Zurzeit 54 Kilo. Ah, ja. Ich mache einfach zu viel Sport, sagen ist so. Die sagt das sogar ehrlich. Und jetzt noch durch den Beruf und alles. Ja, klar, logisch. Ja, der Polizei, also Polizeiarbeit ist schon heftig. Wie groß bist du? Du bist doch gleich groß. Okay. Der Soundeffekt war so gut, Digga. Danke für die 10 Euro. Achso, ja, sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich mag deine Haare sehr, deswegen musste ich dir gerade die Daumen. Ja, danke. Hat auch mein Mann ausgesucht. Ich war mit ihm im Friseur. Ah, ja, der Mann, klar. Natürlich. Normalerweise wollte ich jetzt nicht nach dem Gewicht fragen. Aber das war nur eine Ausweichfrage, um jetzt nach dem Alter fragen zu können. Ich bin zurzeit 19. 19 und schon bei der Polizei. Positiv. Also ich bin 44. Junge, die hängen... Also manche Leute können, glaube ich, OOC, OOC, OOC und IC nicht unterscheiden, weil die hat Safe Call. Guck mal, Safe Call nennt sie ihr echtes Alter. Safe Call nennt sie ihr echtes Gewicht. Das ist gar nichts ausgedacht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. 19. Hör mal, deine Schuhe sehen schon sehr abgetragen aus, ne? So ein bisschen verlaufen. Wollen wir mal ein bisschen shoppen gehen? Also die Schuhe, ne? Ja, ich bezahle alle. Ich bezahle. Nee, alles gut. Ich habe die erst letztens neu gekauft gehabt. Hat der Ali gekauft, ne? Negativ. Ah, selbst gekauft, ja? Ja. Der hat die gleich. Hubers Wiss 5 Euro. Die Mama von Lucy ist noch zu haben, Cisco. Darf ich mal nach ihrem Stand der Eltern fragen? So, sind die noch zusammen? Negativ. Die sind beide gestorben. Ah, beide tot? Ja. Ah, scheiße. Danke für den Fünfer, Bro. War leider ein Schuss ins Leere. So läuft dein Date in etwa ab. Das ist das reale Leben, Jungs. Lackierst du dir eigentlich die Füße? Negativ. Lackieren? Halt die Füße. Ich meinte die Fußnägel, ich weiß schon, was du meinst. Ich meinte die Zehennägel, nicht die ganzen Füße. Aber das wäre auch eine Idee, wenn wir so ausprobieren, so schwarze Füße. Das wäre ja unmenschlich. Nein, ich meine nur die Fußnägel natürlich. Ja, ich weiß, was du meinst, alles gut, nee, mach ich nicht. Gar nicht. Na, nur mal, wenn ich Dings anhabe, Badelatschen. Und zum Strand gehe. Aber sonst eigentlich auch nicht. Guck mal, wie schön. Der arme Zaun, der war auch schön. Ist ja quasi wie Autokino, nur besser. Ja, er war schön. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dir eigentlich nur hier die Blumen geben. Oh, die sind verschwunden. Lucy, ich habe was vorbereitet für dich, ja? Oh, ich glaube, ich muss das noch anzünden. Einen Moment. Wie kann ich das anmachen? Wie geht das? Wie geht... Ah, ja. Guck mal. Extra für dich.
Danke. Ich kann das. Ist das nicht schön? Ja. Haha, ich habe die Blumen wiederbekommen. Eine Atemin hat mir die wiedergegeben. Ah, ich habe die Blumen gefunden. Hier, hier lagen sie. Lucy, glaubst du nicht auch zwischen uns funkelt es ein bisschen? Knistert es? Nee, das sehe ich nicht so. So ein bisschen? Bei dir vielleicht? Nee. Wir waren heute zusammen in der Stadt. Wir waren im Clubs. Ich habe dir Blumen gekauft. Ich habe dir Feuerwerk vorbereitet. Das hat der Ali bestimmt noch nicht gemacht. Lucy. Ja, anwesend. Diese Blumen bedeuten, wenn du sie annimmst, dass wir für immer und ewig zusammenbleiben werden. Lucy, vielen Dank. Oh mein Gott. Ich habe es doch gewusst. Zwischen uns beiden, das ist was Besonderes. Lucy, ich wusste es schon immer. Nein, nein, behalt die Blumen. Behalt sie doch. Das ist ein Zeichen meiner Liebe. Du hast sie genommen als Zeichen meiner Liebe. Jetzt musst du sie auch behalten. Oh mein Gott, wir werden für immer und ewig zusammenbleiben. Lucy, komm, steig ein. Das muss ich sofort verkünden. Ich will da nicht mehr einsteigen. Da kriegt man eine Halblatte, ey. Funkcheck, hallo. Check. Ich möchte verkünden, dass Lucy Hunter und ich nun den heiligen Bund der Ehe eingehen werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kurze Information, das stimmt nicht. Sie hat die Blumen der Liebe genommen. Das heißt, wir werden für immer und ewig zusammenbleiben. Winkler, haben Sie wieder Alkohol getrunken? Winkler. Funkdisziplin, bitte. Ich habe mir so Mühe gegeben, Lucy. Ich habe mir so Mühe. Ich habe ihn aber von Anfang an gedacht. Ich habe mir so Mühe gegeben. Lucy. Ja. Ich dachte wirklich, das mit uns beiden, das wird was. Nein, das habe ich Ihnen empfunden. Ich habe mich so bemüht. Du hast mir so Hoffnung gemacht. Ich habe Ihnen keine... Lucy, du hast mir Hoffnung gemacht, ja? Negativ. Und nun hast du mich enttäuscht. Sie springt freiwillig. Oh nein, Digga. Schade. Sehr schade.